Τρεις είναι ο κύριος Ράινχαρτ Μπιτικόφα για δύο λεπτά. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die europäische Krise hat uns nach 2,5 Jahren dahin gebracht, dass wir in einer Situation sind, die Benjamin Franklin für sein Land mal mit den Worten beschrieben hat: If we don't hang together, by heavens, we will all hang separately. Die Frage, die Rebecca Harms und auch Herr Verhofstadt aufgerufen haben, ist: Hat Europa, hat die EU den eisenharten politischen Willen, in dieser Situation an der Strategie einer gemeinsamen Bewältigung der großen Probleme festzuhalten? Ich muss sagen, selbst wenn ich die Antieuropäer in diesem Haus wegstreiche, manche der Bemerkungen, die ich hier gehört habe, lassen mich daran zweifeln. Warum wird zum Beispiel von der Vertreterin der EVP lang aufgezählt, welche Länder sie alle respektiert, nur damit jeder versteht, dass Griechenland nicht zu den Ländern gehört, die sie respektiert? Warum wiederholt Herr Ferber das absurd übersteigerte Plädoyer zur Haushaltsdisziplin? Haushaltsdisziplin muss sein, aber seine eigene Regierung hält sich zu Hause nicht an das, was sie dem Rest Europas predigt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es hängt an diesem Parlament und an der Kommission, ob es genug europäische Gemeinschaftsinitiative gibt, diese Krise noch in den Griff zu bekommen. Und da reicht es nicht, Herr Kommissar Rehn, wenn man sich darauf konzentriert, das zu betonen, was möglichst wenig kontrovers ist. Und wenn man das Bekenntnis, das jetzt alle teilen, zu Wachstum und Arbeitsplätzen auch noch mal unterstreicht. Es muss zwei Botschaften geben von morgen. Erstens an Griechenland die Botschaft: Der Weg der Reform muss weitergehen, aber was falsch gemacht worden ist bis jetzt, muss auch neu balanciert werden. Und die zweite Botschaft: Wenn wir den Schuldentilgungsfonds nicht kriegen, werden wir das Wachstum nicht mehr gemeinsam erleben, von dem Sie alle reden. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπιτικόφα. Ακολουθεί ο κύριος Έπινγκ για ένα λεπτό. Thank you, Mr. President. What I like most about the French President is his name. Mr. Hollande turns the French expression le beurre et l'argent du beurre in government policy,